dank Durchhaltevermögen kannst du endlich dein Leben leben. Viele Leute träumen. Sie träumen von einem besseren Leben, sie träumen von einem schönen Leben, sie träumen von einem Leben, wo sie absolut glücklich sind, wo sie im Frieden leben können. Aber sie vergessen, etwas dafür zu tun. Sie vergessen, aktiv zu werden. Sie vergessen, sich einfach zu bewegen. Und wer sich nicht bewegt, der hat einfach verloren. Denn nur zu träumen, das ist einfach irrsinnig schmerzhaft, finde ich. Denn wenn die Träume nicht erfüllt werden, das ist einfach nur grausam und brutal. Darum kann ich dir einfach nur sehr ans Herz legen, ja, liebe deine Träume. Gib Gas, warte keine einzige Sekunde mehr, denn jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, an dem du nicht an deinen Träumen arbeitest, ist verloren. Und das Schlimme dabei ist, diese Zeit kannst du nie mehr einholen. Das sollte dir einfach klar sein, wenn man sich dessen mal bewusst wird, wie die Zeit doch so schnell läuft. Wie der Moment kommt, wo wir alt sind, der nächste Moment, wo wir auf dem Sterbebett liegen. Und dann, ja gut, wir können natürlich jetzt sagen, naja, so geht's allen. Irgendwann werden wir sterben. Ja, es ist okay, das ist eine Variante. Was aber viel schlimmer ist, wenn wir auf dem Sterbebett sagen müssen, Mensch, ich hatte noch so viel vor. Das soll jetzt alles vorbei sein. Das finde ich die absolut hammerbrutale Nummer. Und das alles nur, weil ich kein Durchhaltevermögen an den Tag gelegt habe. Weil ich einfach nicht bereit war, Gas zu geben. Weil ich einfach nicht bereit war, den Preis des Erfolges zu bezahlen. Wie verrückt muss man doch da als Mensch sein? Den Weg des geringsten Widerstandes immer gehen. Nicht bereit sein, sich auch mal dahinter zu klemmen. Auch mal sogenannte Opfer zu bringen. Da durchzugehen, zu arbeiten. Wenn ich so die Leute hier denke, die hier unten am Beach arbeiten, morgens um 6 Uhr fangen die an, Mitternacht sind die fertig. Und das ziehen die durch, ohne mit der Wimper zu zucken. Und immer sehr, sehr, sehr höflich. Und anderen ist alles immer viel zu viel. Sie sind bequem, sie sind faul. Sie haben einfach kein Durchhaltevermögen. Und wer kein Durchhaltevermögen hat, hat keinen Erfolg. So einfach ist das Spiel. Gut, wir haben die Wahl. Wir können wählen wie immer. Ich habe für mich entschieden, Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, dran zu bleiben, Gas zu geben, Erfolg zu haben, Spaß zu haben, ein glückliches, wundervolles Leben zu führen. Wähle. Und wenn du mehr wissen möchtest, hol dir das Buch. Wie hast du so wenig Durchhaltevermögen? Komm vorbei. Besuche Seminare. Einmal im Jahr führe ich das Seminar durch, triff dich mit anderen erfolgreichen Leuten und habe einfach ganz, ganz viel Spaß. Allein der Weg dorthin ist schon hammermäßig cool. Okay, in diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Tschüss, bye bye, dein, ihr, euer Ernst Krameri.